Jo, und schon sind wir im November. Quatsch, ja. Doch, im November sind wir. Ja. Richtig, richtiger Monat. So ein Mist, aber auch. Du dellingerst dich heute durch die komplette Sendung durch. Ja, Gregs Tagebuch wird 10. Wird Greg da immer älter eigentlich? Ich bin ja in diesem Universum so gar nicht. Und das ist ja immer so halb, wenn ich das richtig verstanden habe, so halb inszenierte Lesung und halb Hörspiel, oder? Ja, das ist ja so, das Buch ist ja auch halb Comic, halb... Das finde ich ja ziemlich cool eigentlich. Ja, also ich habe auch ein paar Mal schon drin geblättert. Das, irgendwie hat das was, ja, dieses Format. Ja, ich finde das auch, das liest sich auch halt gut weg, weil das ist dann, mir ging das ja als Kind auch immer so, ich habe immer so schwer Muffe gehabt vor irgendwelchen dicken Büchern. Also je dünner, je lieber. Mhm. Und ich glaube, das ist ging nicht nur mir so und ich glaube, das geht heute noch viel zu, vielleicht heute noch schlimmer wie damals. Und sowas, was man dann so an einem Abend so locker weglesen kann, ist dann schon mal sehr, sehr, sehr vorteilhaft. Mhm. Und ich glaube, das ist schon auch als Hörspiel, also ich habe ein oder zwei gehört, ich fand die eigentlich ganz witzig. Also die waren sehr comichaft auch gemacht. Also diese Spielszenen, das war schon sehr unterhaltsam. Also aber jetzt, wie gesagt, das ist schon so die ersten, habe ich gehört. Ich weiß nicht, über welchen Zeitraum die jetzt erschienen sind, aber die ersten sind auch schon ein paar Jahre her, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, bestimmt. Ja. Ich hab da noch gar nicht reingehört, tatsächlich. Okay. Sollte ich vielleicht mal machen. Mach das doch mal. Jo, also das am 3.11. gibt's die Folge 10, die so ein Mist, ich hab's euch schon gedacht, wahrscheinlich heißt. Ja, genau. Und bei Lübbe Audio erscheint. Ja. Dann hatten wir im Radioblog schon erwähnt, am 3.11. gibt's Levins Abschied von Tim Staffel im WDR-Hörspielspeicher und am 5.11. Delay von Bodo Traber. Yeah. WDR. Auch im WDR-Spielspeicher. Ja. Yeah. Bodo Traber ist auch ein Imperativ, möchte ich noch kurz erwähnt haben. Ja. Ja. Am 5.11. gibt's auch die Sonderedition, heißen sie, oder Special Edition. Was ist SE nochmal? Ja. Special Edition. John Sinclair gibt's übrigens. Also die erste war ja der Anfang, dann kam der Pfähler, dann kam Ich weiß nicht mehr und dann kam hier das mit den Hexen. Was war denn die Sonderedition 3? Ghouls in Manhattan, war die 50. Mit dem Zeitloch, das... Ah, richtig. Ah, du hast recht, genau. Hier Angst über London. Ja, der alte John Sinclair. Angst über London, ja klar. Genau, richtig. Angst über London. Das war die dritte, genau. Ja. Und jetzt eben Voodoo-Land, das ist ja, also Tonstudio Braun-Zeiten zumindest, war das die Folge 100, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Über 2 Folgen hinweggestreckt. 2 Folgen lang Orgelpaule. Aber ich muss sagen, ich habe gerade irgendwie so einen Antrieb. Ich weiß nicht, wodurch das kam, weil ich ein bisschen was über Tonstudio Braun, glaube ich, gelesen habe in letzter Zeit. Ja, das sollte man vielleicht mal erwähnen. Die haben Jubiläum Max gehabt, E. ne? vom Hörspiel-Talk hat zum 50-jährigen Jubiläum von Tonstudio Braun. Das ist total geil, ja. Da hat da quasi so ein Almanach, also so eine, die Geschichte von Tonstudio Braun und seine Geschichte mit dem Tonstudio Braun, also persönliche Erfahrungen und so weiter, auch mit reingeschrieben. Das ist toll, das müsst ihr unbedingt mal lesen. Link ist findet ihr am News-Teil. Ich habe gesehen, dass wir es auch in die News mit aufgenommen haben und da könnt ihr auch den Link finden. Also dahin spulen, blättern, was auch immer. Das ist wirklich toll. Ihr kriegt das hin. Glaub an euch. Chaka. Und das hat mich irgendwie dazu gebracht, hier mit Tonstudio Braun mit den Sinclairs mal anzufangen. Ja. Ich Markus bin jetzt bei Folge 2. Markus G. ist auch ein Imperativ. Das ist G-Punkt, das gilt nicht. Ach so. Ja, auf jeden Fall gibt's da Special Edition Nummer 5, Voodoo-Land, natürlich auch Lübbe Audio. Ähnliches Genre, nein. Bibi und Tina, die Folge 81 gibt's am 6.11. bei Kiddings, der Pferdetrack. Track E. mit T. Und E. Wobei, die Folge mit der Pferdetrick finde ich auch total witzig. Guck mal, Bibi, ein Appel. Oh, Tina, nicht essen. Aus. Dann geht's nur noch mit Bibi weiter. Ja, jetzt aber ein ähnliches Genre. Die 3 Ausrufezeichen kommen auch. Eine Sonderausgabe, und zwar den Adventskalender Geheimnis im Schnee, gibt es ab dem 6.11. auch im Handel. Das war ja ganz nett letztes Jahr eigentlich. Letztes Mal war echt okay, ja. Fand ich auch sehr, sehr gut. Auch dieses Format mit den 24 Kapiteln. Schön gemacht und wenn das diesmal wieder so klappt, ja, ist das wirklich eine nette Idee. Wir bleiben beim 6.11. Neues aus dem Hause Contendo, / in Zusammenarbeit mit der Audioanarchie. Es gibt Gespensterkrimi Nummer 5 zu hören, das lebende Gemälde. Ja, sehr freudige Vorfreude. Genau. Jules Verne, die neuen Abenteuer des Phileas Fogg, Folge 1, kommt Entführung auf hoher See bei Maritim. Und auch da bin ich schwer gespannt drauf. Das klingt sehr, sehr spannend. Und da freue ich mich wie ein Plätzchen drauf. Ja, Abenteuerhörspiel. Ja, das ist cool. Das Genre des Abenteuerhörspiels ein bisschen wieder aufleben lassen. Das wirft einen doch sofort zurück in gute alte Europazeiten irgendwie. Christian Brückner als Erzähler. Mhm. Sensationell. Wann hört man den schon mal in einem kommerziellen Hörspiel? Außer seinen eigenen. Also die bei sich verlegt. Welche denn? Wie heißt das? Silvios Garten? Ah. Irgendwann mit Silvio. Alando heißt der Verlag.
Es war irgendwann mal, ich glaube, ganz frühe Zeiten des Orcas. So in den ersten Folgen müsste das gewesen sein. Da hatten wir das, glaube ich, mal drin. Ist aber auch schon, ja, guck mal, wir gehen auf die 50 zu. Wir gehen wirklich auf die, das ist ja wirklich absurd. Ey, wir sind übrigens seit 4 Jahren dabei jetzt, oder? Genau. Punkt genau. Ja, müsste doch, oder? Haben wir jetzt 48? Wirklich Vierjähriges? Ja, muss ja. Ja, eigentlich ja, oder? Ja, krass. Gott. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. 4 Jahre. Und es hat uns keine Sau eine Torte gebacken. Niemand. Niemand. Niemand packt uns eine Torte. Oh. Schmeckt aber auch lecker. Ja, wo waren wir? Ach ja, es kommt noch was, auf was ich mich freue. Nee, beziehungsweise worauf ich mich schon gefreut habe. Richtig, haben so. Wir schon gehört. Richtig. Ja, Mindmapping Folge 19 Extensions ist bei der, oder kommt bei der Audioenergie am 6.11. Wir durften schon mal reinhören. Das Ganze ist von Askan von Bargen. Und ja, Askan von Bargen, also ich vermute mal, er hat einige Mindmapping-Folgen gehört, oder? Habe ich so den Eindruck gehabt beim Hören. Ja, also es reiht sich so schön ein. Das Flair von einigen Folgen, glaube ich, ganz gut aufgegriffen. Ja, also einmal dieses Abgeschiedenheits-Flair, was doch so einige Folgen haben, was einige gute Folgen, also innerhalb der Reihe sogar gute Folgen. Also die Reihe selber ist ja super und innerhalb der Reihe gibt es ja so die Favoriten und da die Favoriten, also gerade Inselmenschen zum Beispiel, muss ich da jetzt dran denken, also die das Thema Abgeschiedenheit haben, haben halt so ein bestimmtes Flair und das steckt hier halt auch mit drin. Ja. Unter anderem. Aber es sind wirklich mehrere Sachen, die so mit reinspielen, das ist richtig. Ja, es ist immer schwierig, bei Mindmapping ebenfalls über die Folge zu erzählen, weil man verrät ganz schnell auch zu viel. Ist richtig. Immer ein bisschen schwierig. Ja, es geht um eine Frau, die überfallen wird und nach diesem Überfall dann irgendwann auch wieder gesundet und dann mit ihrem Mann auf eine Insel zieht, in eine Abgeschiedenheit. Ja, und da passieren dann auch merkwürdige Begebenheiten. Was hier wieder gut gelöst ist und auch bei vielen Mindmapping-Folgen ist, dass diese Wendungen ziemlich überraschend sind, zum Teil wirklich 180-Grad-Wendungen sind, die auch gut gelungen sind. Ich habe eine kleine logische Schwäche so ausmachen können, aber ansonsten fand ich das schon ziemlich rund und ziemlich gut gelöst und spannend. Also total, gerade diese Anfangssequenz, wo die in dieser neuen Location sind, das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja, also vor allem, wo Volker Brandt ins Spiel kommt zum Beispiel, das fand ich richtig, also fast schon gruselig, oder die Szene unten am Strand, das ist also richtig Schauer. Und also ich bin diesmal auch wirklich sehr, sehr angetan. Also gerade im Vergleich zur letzten Folge, die fand ich ja nur gut, aber also die fand ich jetzt wieder richtig gut, gerade was die Atmosphäre anbelangt. Also da wird schon ordentlich geholzt, wirklich. Gerade was die Spannung anbelangt und den Schauer und Gänsehaut, wirklich Gänsehaut-Feeling. Ja. Aber auch wirklich clever gemacht mit diesen Elementen, mit dieser Puppe und sowas. Das sind alles so bekannte Elemente, die man irgendwie schon mal irgendwo wahrgenommen hat. Aber das wird so schön mitgespielt, fand ich total super. Und es ist sehr schaurig, was es mit diesen Extensions auf sich hat. Ja, das ist schon etwas über dem Schauer drüber. Das ist schon, fast schon ein bisschen drüber, ja. Aber das darf ruhig so. Ja, da darf man auch genau nicht klickern, klotzen in dem Fall. Das ist schon vollkommen okay. Also also kann ich wirklich nur mit wehenden Fahnen empfehlen. Die war richtig, richtig gut. Extended. Ja. Sehr gute Folge. Ich habe ein bisschen meine Bedenken gehabt, muss ich ehrlich sagen. Bei Askan von Bargen, so, Requiem ist ja unter anderem von ihm. Das fand ich gar nicht gut. Diese Vampirgeschichte. Es ist Christian Rode, oder? Bestimmt. Rohr, oder? War das nicht irgendwie so mit als Zweiteiler? Ja, und dann auch noch irgendwie auf zwei CDs. Kam und das plötzlich aufgetaucht ist. Genau. Und irgendwie, langgezogen ohne Ende. Oh ja, und halt Vampirgedöns. Also das war gar nicht meins. Ist nicht Dark Trace auch von ihm? Das fand ich hingegen wiederum eher gut. Aber hier hat er sich richtig was einfallen lassen. Also das ist sehr, sehr stark. Echt ist er. Geile Geschichte. Super inszeniert. Ja, sämtliche tolle Schauspieler. Tolle Schauspieler. Daniele Hoffmann ist der Knaller. Aber auch Volker Brandt, gruselig. Super Sache. Ja, kaufen. Highlight. Ja, am 6.11. Kommt nicht nur Mindnapping und alle anderen, sondern auch Perry Roden ist zurück mit Plejaden Folge 8 Verrat bei Zaubermond Audio. Jo, und am 6.11. Im BR Hörspielpool Sonora Mystery von Alsophismitz. Genau. Den Antichristen von Anja Herrenbrück, den wir euch eben vorgestellt haben, den gibt es auch ab 7.11. im WDR-Hörspielpool. Speicher. Scheiße. Hörspielpool-Speicher. Hab ich Scheiße gesagt? Hab ich Scheiße gesagt im Podcast? Nein, du hast nicht. Du kannst ja gar nicht Scheiße sagen. Nee, das wird dir nicht gehen. Ja, nee, okay, ich dachte schon. Puh. Ebenfalls 7.11. Ein Griff ins Hörspielarchiv. Eine BR-Produktion aus 1948. Georg Büchners Dantons Tod.
Ein Idyll von Jens Nielsen, eine Produktion bereits aus 2007, ist nochmal im SRF, ja, also beim SRF zum Downloaden. Die haben ja keinen speziellen Namen für ihren Podcast-Hörspielkram. Also da ist es auf jeden Fall zu finden. Findet ihr dann auch an dem Termin dann unten rechts bei uns auf der Seite. Könnt ihr gucken. Oder auf hörspieltipps.net/kostenlosehörspiele.html. Auch das ist irgendwo verlinkt. Ihr findet. Wie der Hörspielspeicher gibt's Gram von Tom Noga ab dem 9.11. zu hören. Ja, und dann am 9.11. erscheint dann auch endlich Leben und Ansichten von Rüstem Shandy auf CD. Das Hörspiel von nach Lawrence Stern beim BR produziert und dann beim Hörverlag im Handel erhältlich. Jo, dann Karneval, 11.11. gibt's Frau Higgins anstelle von Erinnerung von Jens Nielsen, SRF-Produktion. Beim SRF natürlich. Ja, und den Radio-Tatort gibt's am 11.11. auch. Rote Wasser von Friedemann Schulz ist dann auch zum Download verfügbar. Ja, dann ist es soweit. Die nächsten Gruselkabinetter kommen raus. Am 12.11. die 106, das Traktat mit Dort, wie auch immer. Und die 107, der Weiße Wolf von Kostop. Als ob man mir wirklich hier Scheite vor die Beine schmeißt. Der Weiße Wolf von Kostop Chin wahrscheinlich. Beides natürlich Titania Medien. Wir sind schwer gespannt. Ja, die Offenbarung 23, Folge 60, ist auch in den Startlöchern am 12.11. Tschernobyl heißt das Ganze und erscheint bei Highscore bzw. Maritim. Und dann gibt es gleich zwei neue Sherlock Holmes bei Titania, und zwar die Nummer 21, ebenfalls am 12.11. natürlich, die Beryl Krone, das Beryl Diadem, wie auch immer, und ja. Die 22, das Haus bei den Blutbuchen. Ja, die L21 hat sich ja verschoben, die war ja ursprünglich für, ich glaube, Oktober geplant oder sogar September, Oktober, und erscheint dann jetzt halt im November mit der anderen zusammen. Das erste Mal, glaube ich, dass bei Titania eine Verschiebung war, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass die mal irgendwas geschoben hat. Also diesmal, also die Meerjungfrau und den Pumps. Aber nur einen Monat, also alles überschaubar, alles im Rahmen. Da gibt es ja ganz andere Kaliber. Ja, Jahrzehnte. Bei Winterzeit gibt es auch was Neues, und zwar am 13.11. Kommt das Ganze raus. Gilbert Keith Chestertons Der verschwiegene Garten, eine Pater Brown-Folge. Jo, dann in die freie Hörspielszene. Da gibt's am 13.11. die kahlen Äste des Winters von Frank Hammerschmidt beim Hörspielprojekt, und ich bin ruhig. Warum, du darfst ruhig erzählen. Du darfst nur nichts über die Musik sagen. Ach so. Ja. Ja, ein... Für alles andere kannst du nichts. Martin hat die Musik gemacht. Hat er gut gemacht. Ich will es auch nicht sagen, sonst... Ihr wisst ja, wie er ist. Der pumpt sich dann immer so auf und... Ja. Und rennt dann wie ein Gockel durch die Straße. Genau. Und die Leute wundern sich. Ich habe keine Ahnung. Mir total gut gefallen von der Musik her. Echt? Auch schön. Ja. Es hat auch so dermaßen viel Spaß gemacht. Ich habe ja die Harfe rausgeholt. Das ist ja cool. Ich habe ja hier eine Harfe rumstehen, seit wir hier zu zweit wohnen quasi. Das ist super. Es macht echt Spaß. Und also wenn man Klavier kann, dann kann man halt, also kann man das zumindest so ein bisschen einschätzen, wo das so auf der Harfe ist. Und das hat so einen Spaß gemacht. Also man hört, jeder, der Harfe spielt, hört, dass ich nicht Harfe spielen kann. Aber das hat wirklich riesen Spaß gemacht. Gerade Kombination, ich mag das ja immer, wenn echte Instrumente da sind und man echte Instrumente einspielt, quasi das Menschliche in die Musik reinkommt, was man bei Streichern halt immer merkt. Ja. Sofort, bei Streichern merkst du es sofort, auf einen Zack, ist das echt oder ist das irgendwas zusammengeklatscht ist. Die Programme werden zwar immer besser, und wenn das jetzt hier, Navi, wie heißt die Deluxe-Version hier, das Berliner, diese durchgeknallten Berliner, wo die Software 1000 Euro oder so kostet, die es aber auch wirklich wert ist, weil da alles bis ins letzte Detail eingespielt ist, gerade was Streichern. Bitte? Data Baker? Nein. Gibt's die doch eigentlich? Keine Ahnung. Nee, also die sind wirklich krass drauf. Also da kannst du dir wirklich ein Orchester zusammensetzen, das dann auch wirklich wie ein Orchester klingt. Aber wer hat die Kohle denn schon? Außer man macht das jetzt wirklich hauptberuflich. Oder man heißt Hans Zimmer. Was wollte ich jetzt, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Sag das doch mal was über das Hörspiel. Hast du es gehört eigentlich so? Ich hab's gehört, ja. Ach Mensch. Ja, also dafür, dass es jetzt mein Thema ist, also es ist ja so, man vermutet erst Fantasy, aber es ist ja dann doch eine sehr reelle Story aus vergangener Zeit. Es geht primär um ein Geschwisterpaar, was im Mittelalter durch England läuft und dort ja auf mehr oder minder nette Gestalten trifft.
dann spielt nur eine Entführung eine Rolle. Das Geschwisterpaar wird darin involviert und am Schluss geht natürlich alles gut aus. Ich glaube, das kann man ohne große Spoiler zu schreien verraten. Ist eine nette Story, ich fand die ganz unterhaltsam. Es ist nicht, wie gesagt, es ist nicht so direkt mein Thema. Aber ich fand das echt, und es war vor allen Dingen auch mal was anderes. Also das ist tatsächlich auch sowas, was man selten wahrnimmt. Also wenn, geht es ja direkt in die Fantasy-Schiene, wo dann direkt man irgendwie die Angst haben muss, dass jetzt irgendein Ork um die Ecke kommt. Das war da nett. Also es ist wirklich sehr schön und sehr straight erzählt. Und Musik ist toll, hast du schon erwähnt. Also könnt ihr euch gerne anhören. Ist jetzt beim Hörspielprojekt ab 13.11. Da ist auch, glaube ich, die Premiere dann, oder? Genau. Ja, und solltet ihr euch dann downloaden und anhören. Hat er fein gemacht, der Frank. Ja. Und der Martin. Und der Erwin, Spielvogel. Ah, okay. Dann zum SRF, ebenfalls am 13.11., das ist Freitag, ne? Freitag der 13., ja. Ach, toll. Da gibt's auch Beat Ramseyers. Beat, sag mal, ist das ein Männer- oder ein Frauenname? Ich denke, es ist ein Männername, wobei Männername. Ich mich da auch schon mal schwer beim SRF in die Nesseln gesetzt haben. Aber da ist die Nesseln gesetzt, kann ja passieren, dass ich eine Dame als Mann betrachtet habe. Okay. Weil ich der Vorname sagte, der Vorname klang männlich und war dann aber tatsächlich eine Frau. Und dann standen Vertreter des SRF vor deiner Tür und mit einer brennenden Mistgabel. So ungefähr. Nein, ich habe dann, es war ein sehr netter Kontakt, aber es ist ja schon immer peinlich, wenn man dann irgendeinen per E-Mail anschreibt und denkt, es ist ein Mann und stellt sich dann als Frau heraus. Auf jeden Fall gibt's da Facebook Lieche, Lüge wahrscheinlich, tippe ich mal, oder? Lieche, oder? Lieche? Das heißt da wahrscheinlich Leiche, oder? Ach, Leiche. Ich hätte jetzt auf Lüge getippt, aber... Oder so, ja. Ich habe keine Ahnung. Beim SRF auf jeden Fall zu hören. Und dann kommen Geisterschocker, und zwar die 58, der Flug des Werwolfs. Werwolfs, ja. Werwolfs. Bei der Romantruhe raus, und zwar auch am 13.11. Reich mir mal die Werwolle. Ja. Das ist dann aus dem Fell quasi. Ja, mal was mit Werwölfen. Schön. Machen wir was mit Werwölfen. Kommen wir zu PDAX. Yeah. Ja. PDAX. Am 13.11. gibt's zwei PDAXe. Es hätten eigentlich drei sein sollen. Was mit dem dritten passiert ist, darf ich nicht verraten. Gibt's aber nicht. Nein, gibt's nicht. Nee. Schade. Schade, ja. Schade, Mensch. Das ist ein richtig schönes Ding gewesen. Naja, sei es drum, leider. Flucht zu den Sternen gibt's auf jeden Fall. Nach Louis Charbonneau. Science-Fiction-Hörspiel, wie man sich fast schon denken kann. Ja, also wo eine sehr düstere Zukunftsvision im Endeffekt gemalt wird. Und zwar ist da ein Regime an der Macht, das eine weltumspannende Diktatur aufgebaut hat. Und zwar sehr merkwürdig, basierend auf Theorien eines Philosophen. Ja, dieses Regime wird einem eben so nach und nach nahegebracht. Man wird da als Hörer erstmal ziemlich hineingeschmissen am Anfang. Erlebt eine Situation aus der Sicht des Hauptdarstellers, der einem quasi dann mit dem man zusammen die Geschichte sich erarbeitet. Und zwar ist das eine Verhörsituation am Anfang, die unglaublich schauerlich erstmal ist. Dieser Verhörte steht eben in Verdacht, einer oppositionellen Vereinigung anzugehören, die eben diese Diktatur aufbrechen wollen, beziehungsweise, da das quasi nicht möglich ist, sie geplant hat zu fliehen, und zwar eben Flucht zu den Sternen, ins Weltall zu fliehen und quasi versuchen, die Leute, die ihn foltern, man muss das Kind beim Namen nennen, er wird wirklich gefoltert mittels Drogen und Energiestößen. Das ist alles sehr brutal und krass, weil man das halt wirklich sehr nahe erlebt, weil man wirklich alles aus der Sicht dieser Person erlebt. Und es ist eben nicht nur das, sondern dieser Claiborne, um den es geht, der steht eben auch unter Verdacht, ja, einen Agenten des Regimes umgebracht zu haben. Und das wird gleich am Anfang, das Kind wird beim Namen genannt, der Agent ist seine eigene Frau gewesen. Also er hat quasi seine eigene Frau umgebracht. Das Problem ist, er kann sich an nichts erinnern, denn kurz bevor er gefangen genommen wurde, hat er eine Vergessenspille geschluckt. Also er kann sich an nichts erinnern. Und ihm kommen halt so nach und nach die Erinnerungen, was so passiert ist. Und so erlebt eben auch der Zuhörer diese Geschichte. Das ist von der Art her, wie man das erzählt, ganz toll. Also es ist wirklich großartig. Ist wie gemacht für ein Hörspiel auch. Ich fand das unglaublich spannend und schauerlich. Eine ganz fiese Zukunftsvision, die halt wirklich gespickt ist mit Besonderheiten. Also dieser große Malthus, der da immer im Hintergrund eine Rolle spielt. Das ist alles sehr, sehr schräg, dieses Regime, das in vielen Zügen halt unangenehm auch an Realität erinnert tatsächlich. Also es geht unter anderem um Reduzierung des Bevölkerungswachstums, dass eben Paare nur noch so und so viel Kinder haben dürfen.
dürfen. Und nicht nur das, wenn man zum Beispiel mal im Knast war oder sich irgendwas zu Schulden hat kommen lassen, dann hat man einen Stempel auf dem Kopf mehr oder minder und darf keine Kinder erstmal kriegen, sondern muss eine gewisse Karenzzeit einhalten und sowas. Das wird halt von diesem Bevölkerungskontrolldienst überwacht. Also es ist eine sehr, sehr fiese Zukunftsvision, die unangenehm nahe ist an einem dran. Und das andere Tolle ist halt wirklich diese Art des Erzählens, wie man als Zuhörer gemeinsam mit dem vom Schicksal gebeutelten Hauptprotagonisten diese Geschichte erlebt. Fand ich super, müsst ihr unbedingt hören. Ein Fünfteiler, toll besetzt, Siegfried Wischnewski in der Hauptrolle, Hans Kanienberg unter anderem auch, ganz, ganz toll. Also führt kein Weg dran vorbei, Flug zu den Sternen müsst ihr gehört haben. Okay, mach ich das noch. Das ist das eine. Ja, dann haben wir noch Fröhliche Weihnachten von Karl Richard Schon. Ein Hörspiel, von dem ich dachte, dass ich es gehört habe. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, weil es gibt diese Story zweimal. Es gibt den Mann im Eis und ich weiß tatsächlich nicht, welche Version ich damals gehört habe. Der Mann im Eis ist die einteilige Version. Und das, okay, nee, dann habe ich doch den Mehrteiler gehört. Okay. Und das, was rauskommt bei Pilax, das ist die dreiteilige Version. Das ist merkwürdig, weil das kurz nacheinander entstanden ist. Das eine ist 72 und das andere 78. Also das ist komisch. Ja. Und auch noch beim gleichen Sender. Das ist schon merkwürdig. Ja, Karl Richard Schon hat schon sowas klassisches Radio-Krimi-Mehrteilerhaftes. Also es war aber schon der Dörbrich so irgendwie oben drüber. Ja, Schon erzählt von dem Privatdetektiv McPherson, der um Hilfe gebeten wird von einer Frau, die ihren Verlobten vermisst. Das Ganze zu Heiligabend, aber McPherson ist natürlich ein Arbeitstier und lässt sich davon nicht abschrecken und macht sich dann auf die Suche. Die Leiche wird gefunden und ja, geben sich dann merkwürdige Verwicklungen. Also seine Klientin hat dann doch irgendwie so ein merkwürdiges Geheimnis. Also das ist auch nicht alles so, wie es scheint, weil sie hat ein Verhältnis mit einem Kaufhausinhaber und ja, der gerät dann auch unter Verdacht. Und ja, und dann entdeckt dann Privatdetektiv dann kommt dann doch dem Ganzen auf die Schliche und das ist ein schöner Dreiteiler, also das würde ich euch empfehlen wollen, wenn ihr auf diese guten alten Radiokrimis steht. Es läuft auch ab und zu, also ich kann mich noch erinnern, dass es beim Deutschlandfunk mal so in diesem Adventszyklus läuft, wo immer so ein Mehrteiler gelaufen ist in den letzten Jahren. Da war das auch mal dabei und da habe ich es damals auch gehört. Also es ist auch, glaube ich, noch nicht allzu lange her. Aber hört euch das an, wenn ihr wirklich diese alten guten alten Radio-Krimis mögt, dann seid ihr hier genau richtig. Ja, man lässt sich auch schön viel Zeit. Das fand ich sehr angenehm beim Hören. Ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie die Geschichte... Ein schönes Weihnachtsbeispiel. So, stimmt. Es ist jetzt nicht so, also es ist zwar ein Krimi, aber es hat so eine sehr unterhaltsame Note, finde ich. Also ohne, dass das jetzt so... Obwohl die Verbrechen ja schon ziemlich übel sind. Ja. Aber das... Na, durch die Hauptfigur. Ja. Da ist also man kann sich so ja trotzdem, man kann doch den ein oder anderen Dominostein dabei verspeisen. Das ist schon ohne dass er im Hals stecken bleibt. Ja. Mit dem Verspeisen von Dominostein wäre ich vorsichtig, wenn ich die Andolette hören würde. Ab 18.11. gibt's das Ganze beim SRF nochmal zu hören. Gion Matthias Cavelti, ein sehr schräges Hörspiel, das man eigentlich nicht in Worte fassen kann, wirklich, was es geht. Es geht um die Wurst und... Es geht um die Wurst, ist sehr gut. Ja, und um das Weltall. Also es ist sehr, sehr durchgeknallt. Das hatten wir euch aber auch schon mal vorgestellt. Ja. Wer auf sehr schräge Sachen steht, kann da gerne mal ein Ohr riskieren. Unterhaltsam ist es. Wenn ihr unserem Humorverständnis in Sachen, wie hieß der Eugen Egner damals, der den wir so hochhalten? Olga Lafon. Genau, also wenn ihr da dem Humorverständnis folgen könnt, das geht in eine ähnliche Richtung, würde ich mal sagen. Also Dingens hier, das sein letztes, das mit dem Zug und mit diesem komischen Tal und diesen Wolkenmalern, ich fand das fast noch geiler eigentlich. Ja, also auf eine andere, das hatte ja hat noch so einen ernsten Anstrich, weniger so Humor, das hatte jetzt mehr so einen philosophischen Touch, oder? So surreal. Ja. Ja. Aber irgendwie fand ich, das fand ich irgendwie noch geiler jetzt. Ja. Stimmt, das war auch. Der hat's drauf, der Eugen. Ja, kommt vielleicht noch im November, kommen wir vielleicht nochmal auf Eugen Egner zu reden. Wer weiß. Schauen wir mal. Jo, kommen wir ganz woanders hin. Die Teufelskicker, am 20.11. Folge 59, so rum. Arbeitssieg. Ohne Ausrufezeichen? Ja, ich glaube ja. Oh, jetzt sind Europa die Ausrufezeichen ausgegangen. Ich bin mal gespannt, also das ist ja so, ist mal wieder so ein Terminus aus der Fußballsprache. Ich freue mich schon irgendwann, wenn wir so in den 70er, 80er in der Folge sind, wenn das erste Mal Adduktorenzerrung kommt. Ausrufezeichen. Na, ich warte mal noch drauf, dass sie jetzt irgendwie hier die gekaufte WM noch so verarbeiten oder irgendwie so. Als dann Niersbach irgendwie so einbauen und die Pressekonferenz. Das wird kommen, garantiert.
kommt ein Turnier, wo es um Bestechung geht. Wette ich mit. Da würde ich was wetten. Eine der nächsten 10 Folgen geht es um sowas. Ich hoffe doch. Ja, ebenfalls. Ebenfalls 20.11. Eine neue Folge Dreamland Grusel Nummer 23 im Haus der bösen Träume. Dreamland Productions natürlich. Genau. 5 Freunde kommen auch wieder. 5 Freunde und der Skandal auf der Freilichtbühne. Hä? Was ein Titel? Folge 114 ist das Ganze. Karl-May-Festspiele und der Typ, der Karl-May spielt, ist gar nicht. Nicht der Karl-May spielt. Winnetou spielt, ist eigentlich Old Shatterhand. Ah, das kann sein. Mhm. Ja. Schnell weiter. Ja, Hanni und Nani kratzen auch an der 50. Die 49, Hanni und Nani ermitteln im Dunkeln. Auch am 20.11. Freue ich mich nach der letzten sehr, sehr guten Folge. Ja, Mord in Serie wird 20. Herzlichen Glückwunsch. Ein schönes Jubiläum, was auch recht zügig ging. Also Sie sehen ja auch sehr akribisch, was neue Produktionen und das alles auch auf einem sehr hohen Niveau. Ja, Folge 20, gekauftes Glück, heißt sie jetzt wohl, ist, glaube ich, nochmal umgetauft worden. Da war, glaube ich, zunächst noch ein anderer Titel im Gespräch, aber gekauftes Glück heißt das Ganze und erscheint am 20.11.2015. Geglückter Kauf? Nein, irgendwas mit Mord, aber ich hab's schon wieder verdrängt. Ja, vielleicht war es dann ein Mord zu viel, weil die Serie ja schon Mord in Serie heißt. Das kann sein. Dann kommt auch die 4. Folge der Potzblitz Zauberakademie raus. Verschwörung der Schatten, natürlich auch bei Contendo und auch am 20.11. Ja, Sherlock Holmes & Co. Folge 19, Eine Stadt in Angst, erscheint bei der Romantruhe Audio ebenfalls am 20.11. Und nochmal Contendo, Team Undercover Nummer 16, Die Spur des Bären, auch am 20.11. Genauso wie TKKG, Folge 194, Der Friedhof der Namenlosen, bei Europa. Naja, mal ja, da ist er schon. Eugen Egner. Herr Egner. Eugen Egner, Der späte Bus ist eine Neuproduktion des WDR, die ab 21.11. nicht nur im Radio läuft, sondern dann auch im WDR-Hörspielspeicher ein Jahr lang zur Verfügung steht. Freut euch drauf. Ja. Wir waren es auch. Im WDR-Hörspielspeicher gibt es dann auch Programm der Freiheit von Fabian von Freier und Andreas von Westfalen am 21.11. Freue ich mich schon drauf. Andreas von Westfalen ist immer so gut für schöne Verschwörungshörspiele. Da klingelt es auch, ja. Ja, der hat dieses Terrorspiele doch auch gemacht. Das Terrorspiele war richtig gut, ja. Ja. Das war stark. Und also da freue ich mich auch wie ein Plätzchen drauf. Ja, dann 23.11. gibt es auch was im WDR-Hörspielspeicher. Gott ist tot, Punkt, wirklich, Ausrufezeichen, von Mitu Sanyai. Nee, Sanyal heißt das Ganze. Heißt sie? Ich denke, was ist eine sie oder nicht, dass es auch wieder ein Mann ist. Ja, bei SRF arbeitet. Ja, also das Ganze ist gleich WDR-Hörspielspeicher zu hören. Gleich klingelt es an deiner Tür. Ja, wahrscheinlich. Und der Eismann steht vor der Tür. Nein, den hat der Dirk Lauke geschrieben. Gibt's auch im WDR. Wir freuen uns. Dirk Lauke hat uns ja schon mit vielen Hörspielen Freude gemacht, unter anderem dem alten Ford Escort. Ab dem 24.11. gibt's das zu hören. Dann Sherlock Holmes, die neuen Fälle, Folge 22. Die schreiende Tänzerin ist bei Romantro Audio ab dem 25.11.2015 erhältlich. Die schreiende Tänzerin? Ja. Ein komischer Titel. Naja. Ja, wenn sie das macht. Kann man auch nicht machen. Ja. Ab dem 26.11. im WDR-Hörspielspeicher gibt's Galveston von Nick Pizzolatto. Ja, so. Das ist ein 1-Live-Krimi, also er läuft auf dem 1-Live-Krimi-Termin. Also darf man auch sehr gespannt sein. Das könnte also auch wieder sehr gefällig werden. Ist ein Zweiteiler, glaube ich. Also ist auch ein bisschen mehr. Ja, freue ich mich drauf. Ja, dann freue ich mich auch drauf. Amadeus Partitur 10 ist angekündigt. Janus heißt das Ganze und soll am 27.11. erscheinen. Jo, sind wir gespannt. Und auch gespannt, der neue Asterix-Band ist vorgezogen worden in der Karussell-Reihe, die ja jetzt neu belebt wurde ab Folge 13, 12, 13, sowas in der Drehung. Und jetzt kommt eben die Folge 36 vorgezogen raus, der Papyrus des Cäsar am 27.11. Ja, und zwar gibt's dann auch nochmal Hörplanet, 27.11. Edgar Wallace, Folge 5, der Zinker beim Hörplanet. Das ist dann schon bekannter als... Na, was war es zuletzt? Der grüne Brand? Aber Brand, war ja gut. Der fand ich ja damals vom Maritim ziemlich gut. Also, ist eine schöne Folge gewesen. Allerdings war das natürlich auch diese mit Manfred Krug und den Kindern. Also diese leicht abgewandelt. Also ich fand die damals super. Hm. Dann den allmonatlichen Geisterschocker, die Nummer 59, Tagebuch des Grauens. Das ist der zweite für den November. Von zwei im November. 27.11. und vorher hatten wir ja auch schon die 58, die Anfang November erscheint. Weißt du, was da? Man will jetzt anscheinend schnell auf die 60 kommen. Aha. Ja, Heliosphäre 2265, heißt das so? Ich kann mir das immer noch nicht merken. 2265. Genau, wie Beverly Hills 90210. Richtig. Das Gesicht des Verrats bei Greenlight Press ist auch ab 27.11. erhältlich.
Dann bei der Edition Silberfisch, der kleine Rabe Socke, auch am 27.11. Alles meins, Ausrufezeichen, und alles mutig. Ja, und Larry Brent kommt auch am 27.11. Folge 19, Monsterburg Höllenstein, ein Titel für die Ewigkeit bei der R&B Company. Du hast Angst, oder? Ich freue mich. Ah, du freust dich. Ja. Das ist schön. Dann hat man das letzte Mal ja schon angekündigt, beziehungsweise aus berufenem Munde angekündigt bekommen. Old Firehand wird beim Ohrenkneifer erscheinen, Karl May natürlich, am 27.11. Wir freuen uns, wir durften ja auch schon reinhören. Und ihr ja auch. Genau, man möge in den letzten Orcast holen. Genau. Ja, Professor Van Dusen, die neuen Fälle, geht's auch weiter mit Folge 4. Professor Van Dusen jagt einen Schatten und das Ganze ist eine Story von Bodo Traber. Oh ich ja. Ich bin mega gespannt. Oh ja. Dann wieder ins Radio. Und zwar gibt's den Schwarzwald Ranger Nummer 9. Ach du Himmel. Ja. Muaguma Suakanaka Ranger. Willkommen Ranger. Ja. Wahrscheinlich heißt Muaguma Suakanaka Willkommen Ranger. Willkommen. Ja, Daniel Oliver Bochmann ist, glaube ich, der neunte Fall für den Schwarzwald Ranger. Sehr gespannt, das ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Also ich fand die eigentlich, also die letzten, die ich gehört habe, bin irgendwann aber ausgestiegen, weil es einfach zu viel ist, was man alles hören muss. Und aber ich fand die eigentlich immer sehr unterhaltsam und würde euch das auch mal ans Herz legen wollen, die Reihe. Und man kann ja leider nicht mehr alle nachhören, aber zumindest den 9. den gibt es dann am 28.11. Jo, und der DRS macht den Deckel drauf. Und zwar gibt es den Schriftsteller von Jörg Brändli zu hören. Ja, am 30.11. ist der zum Download verfügbar. Ja, und das war schon im November. Schon ist auch gut, sind auch fast 60 Hörspiele. Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Ja, genau. Dann klappen wir hier den November erstmal wieder zu, gehen dann aber gleich wieder in den November, und zwar in den Radioteil Teil 2. Jawohl.